Jawohl, servus und habadere wieder mal zu einem Einblick ins pure Landleben aus dem Gromvelli. Jawohl, heute mal unterwegs wieder in der freien Natur, genau da wo wir hingehören, nicht? Jawohl, mit dem Gefährt unterwegs, Kiebel dabei, Gummistiefel an und Kappen auf. Fällt gleich auf, gell? Kappen, was heißt das? Kalt ist. Kalt ist, nass ist, schlechtes Wetter, Wolken haben da, Wind geht wie die Sau. Wahrscheinlich ist der Ton schlechter, aber das ist mir wurscht. Hilft nicht, mal weiter, gell? Kalt auch ist wieder andere. So, was tun wir heute? Haben wir so ausgerüstet sind mit Gummistiefeln und so weiter. Ja, heute ist eine ganz gewandte Sache. Machen wir eine ganz gewandte Sache. Da herum. Und zwar, indem wir Eichen ausbauen. Stolleichen, Stieleichen. Und zwar ist das da ein Maisfeld. Da, oder? Kolben haben schon drauf. Seht ihr? Ja. Wunderbar hoch. Fast 2 Meter, sag ich einmal. Ja, bei mir 2 Meter, ja, 2 Meter hoch ungefähr, ist dieser Maisfeld und da oder, wachsen lauter Eichen, seht ihr auch, überall. Ja, alles Stieleichen. Und da fallen alle Eicheln rein, also Eicheln, ja, der Samen von die Eicheln. Ja, nicht? Und die gingen dann in dem Feld drinnen am Rand auf und da habe ich gesehen, die gingen rauf und die tue ich dann alle ausbauen, weil haben wir schon wachsen müssen, nicht? Und dann da ist woanders einbauen. Das ist eigentlich eine ganz gute Methode, dass man robuste Eichen ranzüchtet. Also klar kann man jetzt ein Setzling kaufen, so kleine Boschen, so kleine Stempel, die was halt dann ausgepflanzt, aber die robustesten habe ich schon ein paar Mal probiert, das sind die, die selber raufgingen von der Eichelasse. Und die war halt schon ein bisschen langsam, länger sind, ja, das seht ihr auch. Und die sind aber am robustesten, die kommen am besten durch. Und warum sollte man die nicht nehmen, wenn sie aufgingen von selber? Die grabe ich aber aus. Ich habe schon mal ein paar hundert ausgerommen. Und was war anders der Pflanze? Die gingen wunderbar hoch. Klar ist der Boden wieder so eine Sache. Du brauchst einen gewissen Boden, die Menge einen gewissen Boden. Ein bisschen nässer. Ja, bei uns ideal, weil bei uns läuft viel Wasser durch. Nicht? Ja. Und da habe ich ein paar Platzl, da wollte ich die mal probieren, die Stieleichen, da meine ich, passt es denen recht gut. Ja, und nur ein paar andere Sachen, aber ich glaube, das seht ihr dann auch sowieso, wie ich das tue. Und wenn ich da am Boden schaue, dann sehe ich tatsächlich, dass da auch ein paar Eichen aufgingen. Zum Beispiel, da, das ist ein Ranken, und da fahren die Eicheln runter und okay, gingen da kleine Eichelbäume auf. Ja, zum Beispiel der da. Ja, das sind im Prinzip kleine Bäume, kleine Eichelbäume. Wenn ihr das seht da, ja, die, wenn wir jetzt ausgeräumt haben, da ist unten die Eichel dran. Und die sind da schon so weit, dass halt einfach, ja, das sind kleine Bammel. Ne? Also so schauen die aus, die haben da in dem Feld drinnen. Da am Feldrand, da gehe ich jetzt nach und nach hinten, zeige ich euch, da ist schon wieder eine. Ja. Die gingen da auf. Ja, ganz einfach aus heiterem Himmel. Und da holen wir sie jetzt da ein paar. Gehen wir da mal hinten, graben wir sie ein paar aus und schauen wir mal, wie sie überlebt haben. Die habe ich schon mal vor 3 Monaten gesehen ungefähr. Und man denkt, na, ist ein bisschen zu früh zum Ausgraben. Aber jetzt ist es soweit. Ich hoffe, dass natürlich die noch überlebt haben, weil der Mais ist schon ziemlich hoch, der nimmt viel Licht weg. Aber schauen wir mal hinten, würde ich sagen, oder? Jawohl, dann nehmen wir unser Zeug mit, Spaten mitnehmen, Kiebel mitnehmen und dann schauen wir mal hinten. Obacht geben. Ich sage euch, ich gebe euch einen Tipp, momentan Wildsau, in der Mais drin hat, Wildsau. Also wenn ihr spazieren geht, nur ein Tipp, immer laut reden oder Trazer muss ich auch. Ist zwar nicht ideal, weil die Wildsau auch irgendwie gesprengt werden, aber ich sage euch eins, wenn so eine Wildsau erwischt, so eine narrische, weil sie überrascht worden ist von euch, na, gute Nacht. Ne? Also, wollen wir keinen wünschen, von dem her,
Aber ein bisschen reden, das hören, ah, da kommt ein Mensch, da verzeihe ich mich tiefer ins Maisfeld ein, zum Beispiel, da sollte da nichts sein. Also allebei ein bisschen Respekt haben von den Viecher, das ist ganz wichtig. Also, reden wir nicht lange umeinander, dann schauen wir, was wir zusammenbringen, oder? An euch. Jawohl, dann haben wir schon hier hinten, ne? Ja, der Mais am Rand so entlang. Wir wollen ja da nicht den Mais zusammendatschen, das muss er nicht sein. Auf keinen Fall nicht. Und dann sind da schon die ersten kleinen alten Bammeler. Ja, da graben wir jetzt ein paar aus, die Schackern. Und dann schauen wir mal weiter, oder? Jawohl. So schaut das aus. Kann man ganz gut erkennen. Da ist die Eichel. Das ist die Eichel. Und da wächst das Zeug. Das treibt halt aus. Da bilden sich da Wurzeln aus und das ist dann das, was um Wasser schaut. Wunderbar, oder? Wunderbar. Die haben wir nicht verletzen, das nehmen wir so mit. So schaut das aus. Wächst das Baumlasser. Da muss man es ganz vorsichtig halt wegbrechen. Am besten ist es Nutrola auch, aber ich möchte jetzt einmal zeigen, wie das ausschaut. Ja, Ringwurm drin. Das ist die Natur. Gell? Ringwurm, Lehmlaun. Natur braucht den Ringwurm. Ohne Ringwurm geht nichts. Ja? Jetzt schauen wir noch mal. Ja, da haben wir schon, das ist eben genau das, da haben wir schon die Hauptwurzel erwischt und das können wir nicht mehr verwenden. Aber bloß einmal zum Anschauen, da ist jetzt die Eichel, also die Eichel schon weg. Da haben wir mit dem Spaten die Hauptwurzel angetrennt, damit ist die nicht mehr, leider nicht mehr zu gebrauchen. Kann man eigentlich auch noch probieren, habe ich auch schon gemacht, hat auch schon funktioniert, aber es ist viel, viel schwieriger, dass man die hochbringt, weil es einfach fast spät ist. Ich merke es jetzt, es ist fast spät, dass man die ausbaut. Man hätte gewiss 3 Wochen früher da sein müssen, dann war die Wurzel nur ein bisschen kürzer, die Hauptwurzel, und dann darfst du das mit dem Spaten nicht so leicht anreißen. Weil, probieren, da ist ja jetzt schon ein paar drinnen, den Kiebel. Schauen wir mal, was wir zusammenbringen. Und natürlich ist das Sint und Schad sehr schade. Naja, nehmen wir es trotzdem mit. Probieren wir, das kriegen wir hin. Schauen wir weiter. Haben wir es jetzt, haben wir Glück gehabt. Also wieder, jetzt ein ganz schönes Exemplar, weil man sieht, wie das wächst. Das ist total interessant, wie ich finde. Da hat man da die Erdschicht und dann ist da die Eichel drin. Das sieht man jetzt da noch ein bisschen. Ganz interessant. Das ist die Eichel und aus der Eichel keimt das raus und wächst das Pflanzerl in den Teich und unten die Wurzel rein. Also das ist jetzt ein schöner Querschnitt, dass man das einmal sieht. Dann gehen wir weiter. Jawohl, und schon haben wir es eingebaut, 20 Stück an der Zahl.
So schaut das Ganze aus. Habe ich ein bisschen frei gemacht. Und da habe ich die eingeschlagen. Ist alle ein bisschen eine Gicksache. Bei dem war es jetzt so, dass sie am Feld dran gewachsen sind, wie gesagt, am Maisfeld. Dass da am Rand Eicheln stehen und die werfen halt Eicheln an und dann wachsen die und durchs Feld umarbeiten, vom Acken und vom Gruppern, kommen die unter die Erden rein und dann kämen die aus und kommt das eine Pflanze lassen. Ich möchte es nicht glauben, aber wenn man die Augen offen hält und weiß, okay, da kann ich wieder so Sitzling ausgraben und woanders einsetzen, wo eben der Boden besser passt, dann ist das doch eine gewandte Sache, oder? Was meinst du? Weil das muss man ganz klar dazu sagen, ein Eichelbaum, der wächst irgendwo und die Eicheln, die fallen weit und die werden auch weit von den Vögeln getragen. Also mei, mindestens 50 Meter. Das heißt, die fallen auf einem Boden hin, der was eigentlich gar nicht so ideal ist für den Eichel. Und die gehen halt dann so viel auf und auf Arikas. Und das ist schade dafür. Also das ist einfach schade, weil ich finde, schade. Und darum suche ich allerweil so kleine Eichen und schaue, dass ich es versetzen kann an einen Boden hin, der was eben vermeintlich besser passt. Ja, weil sonst dann's natürlich verrecken, ja. Die Tieren einfach ein, die gingen einfach ein. Und dann haben sie sich die ganze Lebensmühe, was von der Eichel rausgewachsen sind, und die war dann umsonst. Und das mache ich jetzt auch. Und darum tue ich die allebei da ausgraben und woanders eingraben, weil eben der Boden besser ist. Da bin ich allebei gut gefahren. Bisher hat allebei gut funktioniert. Heuer da ist Zwischenlagern oder Zwischeneinschlagen, wie man auch sagt. Also das heißt, dazwischen in das Gemüsebett rein, da wo der Boden schön durchnässt ist, weil ich noch keinen richtigen Platz habe, alles hier da. Ich habe schon ein paar Plätze in der näheren Auswahl, aber da weiß ich noch nicht hundertprozentig, ob es passen, und darum da ist nochmal Zwischenlagern und noch in ein paar Jahren, da ist dann wieder der Ausschlag und da ist verpflanzen in Waldasse. 20 an der Zahl. Gibt es mehrere Sachen, die auch wichtig sind bei der Stilleiche. Füllnässe. Aber keine Staunässe, ganz wichtig, also Staunässe eher nicht, aber gut durchnässt soll der Boden sein. Besonders auch natürlich jeder Baum in dem Stadium braucht er Wasser, aber nicht zu viel Wasser, sonst stockert Wurzeln noch. Viel Licht, ein Eicher braucht viel Licht, aber keine direkte Sonneneinstrahlung, also lieber im Schatten halten, aber trotzdem ein Klima, was doch ein bisschen wärmer ist. Es ist bei mir relativ gut, weil das ist ein wilder Weih, also so Weihtraumart, die bringen von Süden her ein bisschen einen Schatten auf das kleine Maisbett, auf die 20 Eichen Pflanzen. Und darum passt das relativ gut, weil es warm ist, weil von Süden her die Sonne kommt und dann denen die Weintrauben die Sonne, die direkte Sonneneinstrahlung aber ein bisschen abschotten, dass ein Schatten hinfällt. Darum, der Platz ist eigentlich ideal dafür, gut durchnässt, gut, schön Licht, allerweil gut Licht. Und darum meine ich, dass die gut wachsen werden. Der Pflanzabstand ist viel zu gering, ja, das ist klar, weil ich aus Erfahrung sagen kann, dass da mindestens 50% eingingen. Also ich habe das schon öfters so gemacht und da gingen mindestens 50-70% leider ein. Es ist ja so, weil die Eiche sehr, sehr anspruchsvoll ist, sehr sensibel. Und darum ist es einfach so, und darum, wenn ein eingehen, da ist der Pflanzabstand, passt er wieder. Ja, bei mir sind es jetzt 20 cm, 15 bis 20 cm, viel zu eng. Aber wie gesagt, ist ja bloß eine Zwischenstation, wenn man es dann im Wald aus pflanzt, dann haben die viel weiter auseinander. Genau, so viel dazu. Ich finde es alle mal wieder faszinierend, was aus so einer Eichel rauskommen kann und was aus so einem Pflanzerl dann wird. Weil wie man sieht, es gibt tausendjährige Eichen. Das ist einfach unglaublich, was ein Baum auf dem Buckel hat und was einfach da in so einer Eichel gespeichert ist, dass er weiß, wo er hinwachsen muss, nämlich fürs Licht darf ich, und so weiter und so fort. Also total interessant. Was nur interessant ist, ist zum Beispiel, dass die Eichel, wie man es jetzt eingraben da den Boden, überhaupt nicht kämen hat momentan, sondern die braucht auf jeden Fall einen Frost. Also das ist eine Keimsperre, so sagt man dazu,
Die braucht einen Frost, also einmal einen gescheiten Frost im Minusgrad, im Minusgrade und ja, minus 1 Grad, minus 5 Grad, plus 6 Grad, so in der, ja, so sollte man sich da in den Temperaturen bewegen. Das hat sie letztes Jahr gehabt und heuer auch. Und darum haben die gekämmt. Ja, darum haben die gekämmt. Jetzt, wenn man es normal eingrabt im Sommer und wartet und wartet und wartet, ob die kämmt, die wird nicht kämen, weil ist ja kein Frost da gewesen. Also ganz interessante Sache. Keimsperre. Erst beim Frost. Wenn es Frost gehabt hat, einmal, dann fängt es an zum Keimen. Genau, was gibt es noch zu sagen? Ich war den 20 Pflanzen, die wo ich jetzt eingepflanzt habe, da wird ab heute ein Wettkampf austragen. Das ist immer so. Also, das heißt, jeder von denen wächst um die Wette. Also, um die Wette. Und wer als erster da oben ist, am Licht, der gewinnt und der wird ein stammiger Baum. Das ist allerweil so, draußen im Holz, wenn da was aufgeht, der wo praktisch am allerersten ganz oben ist, der gewinnt, weil der kriegt am meisten Licht. Der wächst über alle anderen drüber und die, wo unten drinnen bleiben, die, ja, die kriegen kein Licht und damit ging es auch normalerweise ein. Es ist so, wie man Burschen pflanzt, das ist so, wenn was natürlich aufgeht mit der Naturverjüngung, das ist immer so und drum ist das jetzt ganz gut bei den 20, dass die einen Schub kriegen vom Wachsen her, weil sie ja um die Wette wachsen, auf gut Deutsch gesagt. Um die Wette, ein kleiner Wettkampf, ja, so ist es allerweil, gell? Jawohl. Ja, viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zum sagen. Zu der Eiche, wie gesagt, bis das so ein riesen Eichenbaum draus wird, da läuft viel Wasser im Bachhall, wie man so schön sagt bei uns. Und da kann noch viel passieren. Der hat viel Gefahren, nämlich einmal, dass er astiert, also wegen Wassermangel. Dann kann es sein, dass einfach grundsätzlich zu warm ist, wegen Sonneneinstrahlung. Und dann kommt der größte Feind eigentlich, und das sind Wildtiere. Die war das kleine Pflanzerl, wenn das auch nur so anstrengend war zum Wachsen, dass das einfach auffressen. Und fort ist. Also, wie gesagt, ein ganz anstrengendes Leben im Gegensatz zu uns Menschen, wie ich finde, was die, so ein Eichenpflanzerl durchmachen muss. Und kommen wirklich bloß ein Bruchteil von denen wirklich durch und wie ein stämmiger Baum. Also, ist das auch also erklärbar, warum das so ein Eichenbaum so ein kostbares Holz eigentlich ist. Jawohl, ich sage wiederum Dankeschön fürs Zuschauen. Ein Gruß zu der Stieleiche, zum Eichelbaum. Wenn euch meine Videos gefallen, dann abonniert gerne den Kanal und bewertet die Videos positiv. Das hat mich sakrisch gefreut. Ich sage zu euch, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Ist nicht selbstverständlich, dass ihr euch Zeit nimmt. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen unterhalten können. Haltet die Ohren steif und bleibt alle gesund, weil das ist ganz wichtig. Bis zum nächsten Mal aus dem Gromwelli. Jawohl, aber der ist Servus.